Davies, Ponobolutz hier von BHB in Skyrim, und bevor wir mit dem eigentlichen Video anfangen, möchte ich eine kurze wichtige Information weiterteilen. Es gab ein kleines Problem bezüglich meines tollen Drecks verfickten Computers und den Rendern von Videos. Ich habe ganz große Scheiße gebaut. Uns fehlen circa 120 Minuten Aufnahmematerial. Eine ganze Quest ist im Endeffekt für den Arsch gewesen. Um was genau geht's denn? Vor eigentlich zwei Parts habe ich mich dazu entschieden, ein paar Sidequests zu machen. Das ist direkt nach Hochrotka passiert. Holen uns doch dafür am besten die Karte einmal raus, damit ich euch das genauer erklären kann. Also, ich befand mich in Weißlauf, habe dort das erste Video begonnen und gesagt, hey Leute, bevor wir mit der Hauptquest hier oben weitermachen, vom Ustengraf, das Horn von Jugend Windrufer holen, habe ich gesagt, ey, wir machen jetzt mal ein paar Sidequests, da wir brauchen die Levels, wir brauchen das Gold, wir brauchen alles. Bevor ich überhaupt nach Weißlauf gekommen bin, gab es schon krasse Probleme. Also, zuerst habe ich Sachen im Flusswald verkauft, weil ich wusste, das ganze Zeug, das wir da bei uns hatten, das konnte ich nicht bloß bei einem Händler verkaufen. Dort sind mir Kultisten über den Weg gelaufen. Diese Kultisten stammen von einem Mann namens Mirak und haben davon gesprochen, dass wir das falsche Drachenblut sind und dass wir erledigt gehören. Naja, war schon mal ein Problem. In Weißlauf habe ich ein Mod-Problem gehabt, nämlich der Dragon Overhaul oder der Dragon Combat Overhaul hat mir drei Drachen nach Weißlauf gebracht, die mich dort invasieren wollten. Ja, ich musste die Mod abstellen bzw. etwas nerven. Die Mod gibt's noch, die Mod ist weiterhin auch fies mit mir, aber sie ist bei weitem nicht so fies. Bei einem späteren Zeitpunkt werde ich es wieder hochstellen. Momentan können wir nicht von drei Drachen angegriffen werden, sondern höchstens nur von einem. Wie bereits gesagt, im späteren Verlauf werde ich das wieder hochstellen, denn ich finde, von drei Drachen angegriffen zu werden, ist schon was extrem Geiles. Aber nicht, wenn man auf so niedrigem Level ist. Wir haben uns dann dazu entschieden, zurückzukehren nach Iverstadt, und wir haben uns das Feuerschleierhügel angeguckt. Denn die Leute von Iverstadt haben ja gesagt, hey, der Feuerschleierhügel, der ist verflucht, da spuken Geister. Und wir sind der ganzen Sache ein bisschen auf die Schliche gekommen, dass es sich dabei um einen Elfen handelte, der den Leuten einfach nur ein bisschen Ärger machte. In Wahrheit war er auf der Suche nach einem versteckten Schatz innerhalb des Feuerschleierhügels, wofür er die Saphirdrachenklaue brauchte. Die Saphirdrachenklaue gab es tatsächlich in Iverstadt, das wusste der gute Elf nicht. Jetzt ist der Elf leider Gottes tot, den haben wir umgebracht. Wir sind zurückgegangen, wollten uns die Saphirklaue holen. So, gab es das nächste Problem. Ich gehe raus. Plötzlich werden wir bei dieser Brücke von einem Vampirdiener angegriffen. Haben wir uns natürlich gedacht, ey Leute, wir müssen Iverstadt aushelfen. Wir müssen den Vampirdiener umbringen. So, einer meiner Axtschläge geht aus Versehen, wohlgemerkt, gegen eine der Wachen. So, dann kommt die andere Wache daher und sagt, The Pony, sorry, aber das kannst du nicht machen. 40 Gold, ansonsten gibt's Ärger. Und ich war natürlich so, okay, ich will jetzt keine Probleme hier mit den Wachen haben, sonst kann ich hier als gesetzeslos herumlaufen. Das will ich jetzt ehrlich gesagt nicht am Anfang. Habe ich also gesagt, okay, Junge, weißt du was, hier, nimm die 40 Gold, dann passt das schon. Nee, so einfach geht das nicht, sagt er dann zu mir. Ja, wir gehen jetzt erstmal zur nächsten Haftstelle, und ja, die Haftstelle ist hier drüben gewesen in Rifton. Also war ich plötzlich hier drüben. Ich bin hier hingespawnt worden und dann habe ich halt 40 Gold verloren. So, Schnellreise wieder zurück. Da habe ich festgestellt, ich habe den Mann nicht einfach nur getroffen, ich habe ihn mit meinem Axtschlag umgebracht. Also es hat mich 40 Gold gekostet, dass ich den Mord an einer Wache von Iverstadt begleichen konnte. Egal. Wir sind rein ins Feuerschleierhügelchen, haben den Schatz geborgen, jede Menge Gold, jede Menge krasse Items und einen neuen Drachenschrei, den wir allerdings noch nicht freigeschaltet haben, weil ich nicht weiß, ob wir den brauchen werden. Der hilft uns dabei, dass Wildtiere aufhören, uns anzugreifen oder uns sogar ignorieren. Könnte man sagen, ist wichtig bei der Jagd, egal. So, wir sind zurück nach Weißlauf und haben uns um eine weitere Sidequest gekümmert. Falls ihr euch erinnert, Sadia, die sich innerhalb der Taverne von Weißlauf befindet, die beflagte Meere, wird ja gesucht von Bretonen, wenn mich alles täuscht, von irgendeiner Sorte Mensch auf jeden Fall. Und ja, sie hat uns gesagt, hey, Sir Pony, wenn du mir helfen könntest, mach dir einen Kemato tot, der ist hinter mir her, der will mich tot sehen, und ich will nicht, dass das
dass das mein Ende wird hier am Himmelsrand. Haben wir gesagt, okay, Seite, weißt du was, ist in Ordnung. Und wir haben danach mit einem Gefangenen, Agonia? Nee, Agonia sind die Echsen, ich habe keine Ahnung, wie die Leute heißen. Auf jeden Fall haben wir mit einem Gefangenen gesprochen, der zu Kematus Bande gehört. Und der hat uns verraten, dafür, dass wir ihn für 100 Gold rausgeholt haben, wo wir Kemato finden werden. Und das ist hier drüben, im Schwindelnest. Dann haben sich Pony und Lydia auf den Weg gemacht, quasi hier so rüber. Wir haben einen total schrägen Drachen getroffen, der nur über uns herumgeflogen ist. Und der hat sich nicht großartig drum geschert, was wir nicht tun. Wir haben das Ganze ignoriert, sind weitergegangen. Und nach 120 Minuten insgesamt haben wir uns quasi hier hinten beim Schwindelnest eingefunden. Ab hier beginnt dieser Part. Ihr seht, ich bin schon wieder wo völlig woanders. Das tut mir auch sehr leid, aber ich kann das nicht anders rüberbringen im Moment. Es tut mir wirklich leid, dass es alles so scheiße ausgelaufen ist. Also, da war so viel tolles Material dabei. Das hätte euch sicherlich sehr gefallen. Mir hat es auf jeden Fall sehr gefallen. Und dass wir es nicht haben, dafür könnte ich diesen PC packen und aus dem Fenster schmeißen, mich selber rauswerfen, Bodyslam drauf machen und nochmal fünfmal drauf eintreten. Du blödes Drecksding. Ich geh dich abkacken danach. Nichtsdestotrotz, viel Spaß mit dem Video und wir sehen uns am Ende des Videos an ungefähr dieser Stelle. Herzlich willkommen zurück zu Skyrim mit eurem Pony-Pony-Lutz von BHB. Alrighty. Wir sind auf der Jagd nach dem sogenannten Kematu, wenn mich hier alles täuscht, der ja eine gewisse Dame aus der beflagten Meere verfolgt. Sie ist eine Tonen, wenn mich alles täuscht, also aus dem Land der Wüstengegenden, und sie scheint Probleme mit diesem Kematu zu haben. Sie hat uns gebeten, diesen Kerl einfach einmal zu erledigen. Tja, genau das tun wir jetzt. Wir gehen da rein in diese Höhle, von der wir erfahren haben, dass er sich da drin befindet. Und ja, Lydia, ich würde sagen, da gibt es viel Tod und Zerstörung, das da vor uns liegt. Ich merke gerade, hier liegen sogar Helme. Okay, whatever. Wir haben vorher noch jemanden umgebracht. Das ist so mehr oder weniger das typische Thema bei uns. Unsere Reisen enden niemals mit vielen Lebenden. Das ist auch nicht schlimm. Diejenigen, die sterben, sind meine Feinde. Und es gibt viele Feinde für The Pony. Den Meister. Den absoluten Meister der Drachenkiller. Eine Sache würde mich ganz kurz interessieren. Mir ist aufgefallen, dass ich vielleicht anfangen sollte, zumindest eines dieser drei Attribute zu verändern, sonst steigen wir in der Stufe nicht auf. Wir geben uns sicherheitshalber nochmal Gesundheit. Damit haben wir jetzt 180. Und den Talent zum Verbessern, den lassen wir jetzt offen, wie wir sehen können. Stufe 2, okay gut, wir haben anscheinend doch ein bisschen mehr sammeln können, aber es wird uns halt nicht angezeigt und das ist blöd. Alles andere lassen wir im Moment. Ich wundere jetzt gerade, warum ist eine Redekunst hier grün hinterlegt? Das wundert mich gerade ein bisschen. Ob ich das daran eine Mod schuld ist vielleicht? Denn ich kann mich auch nicht erinnern, dass wir in Redekunst so gut waren. Egal, ich habe jetzt mit der Redekunst sowieso nicht allzu viel vor. Das Wichtigste ist jetzt erstmal die Axt. Und ja genau, deinen komischen Streitkolben vorbereitet in der Hand liegend und rein. Es gilt ein paar Leute zu meucheln. Mit einer riesigen fetten Axt. Egal. Ich kann mit Äxten Leute meucheln. Oh, vielleicht gehe ich doch lieber auf den Bogen über. Okay. Ich würde sagen, wir sind soweit. Okay. Wie habe ich den gerade übersehen können? Oh! Oh! Oh yes! Jetzt bin ich richtig dran! Habe ich den Kerl gerade geköpft? Lydia, hast du das gesehen? Ich bin so cool! Oh Gott, liebe Kinder, schaut nicht hin. Der hat keinen Kopf mehr. Der hat keinen Kopf mehr. Oh, du Loser. Yep. The Pony, der Drachenkiller, ist unterwegs. Und er bringt nur Schmerz und Pein zu seinen Feinden.
Den Dolch nehmen wir mit und den Dietrich selbstverständlich auch. Hier liegen jede Menge Flaschen. Die kann man mitnehmen und bei einer guten Saufpartie editionisieren. Weißkappen, leere Weinflaschen, was will ich denn damit? Kartoffeln. Okay, ein Sack mit Salz. Auch gut. Ist ja nicht eine. Nee, schade. Ich dachte schon, hier wäre eine Feuerstelle zum Kochen gewesen. Bogen raus. Denn ich sehe schon, dass das eine interessante Partie wird hier unten. Sonst sehe ich jetzt nichts von großartigem Wert. Okay. Zurück in den Schleichmodus. Es gibt noch viel zu tun. Ah, hier hinten versteckt sich noch was. Was ist das denn? Ein einfaches Messer und ein rohes Ziegenbein. Knoblauch. Eis Miriam. Okay. Interessant. So, hier sehe ich jetzt ehrlich gesagt erstmal gar nichts. Geht's hier auch weiter? Nein? Oh, aber gut, dass wir trotzdem hier aufgetaucht sind. Hier ist ja was versteckt. Eine Falle oder so. Sieht nicht so aus. Okay, sehr gut. Ah, hier geht's weiter. Wie konnte ich das denn gerade übersehen? Keine Ahnung. What the fuck? Hier hat jemand sein Zeug liegen gelassen. Da drüben geht jemand. Ja, gleich geht er nicht mehr. Das verspreche ich euch. Ist hier keine Fallen? Oh, das muss wehgetan haben. Oh Gott. Oh ja, der Typ hat sehr viel Leben, merke ich gerade eben. Okay, der hat viel ausgehalten. Dieser Schrei ist noch nicht wirklich perfektioniert, obwohl er die verbesserte Version ist. Nur mal kurz so nebenbei erwähnt. Stahl, Zweihänder, Pelz am Schienen. Nee, alles unwichtig. Oh Gott, der lebt noch. Er zuckt. Scheiße. Lydia, lass ihn in Ruhe. Was auch immer du tust, lass den Mann in Ruhe. So, Bogen wieder raus. Die Luft ist rein, zumindest hier drüben. What the fuck? Ja, die haben hier gekocht. Nett. Ein schwarzes Kiefer. Verkohltes Kieferfleisch. Ja, schön. Nett. Okay. Also dir schaue ich nicht so unter den Rock. Hoho, kein Wunder, dass sie tot ist. Kein Wunder, dass die tot ist. Nach einem Schuss. Das ging ja durchs Auge ins Hirn. Tja, sorry. Sorry, Milad. Sie sind tot. Versteckt sich hier irgendwo etwas. Und wir können ja dabei mal ein bisschen kundschaften. Oh ja, natürlich. Das nehme ich gern mit. Erstmal das hier. Und was ist hier drin? Dietrich und Gold. Okay, gut. Eisenhelm, Eisenpanzerhandschuhe. Ne, das ist alles eher Schrott. Brauche ich nicht. Oh, es geht ja drüben weiter. Natürlich ist dieser Bogen jetzt eine eher schlechte Wahl. Habe ich nicht meinen anderen Bogen noch? Oder habe ich den schon verkauft? Nein, den habe ich auch noch. Ich würde sagen, erstmal aufladen mit dem kleinen Seelenstein und dann den lieber auswählen, weil der Untotenbogen, der hilft uns hier nichts. Gut, dass ich den nicht gleich... Was? Oh Gott, der ging daneben. Heilige Kacke, wie viele sind denn hier? Okay, dafür glaube ich, nehme ich jetzt lieber erstmal die Flammen. Okay, sehr schön. Würdest du bitte weiter weggehen von mir? So, schon! Ja! Zeit kann ich mich wesentlich leichter ausrauben. Hast du recht! Irgendwie. Seid ihr zum Sterben bereit? Schönes Ding! So, wo ist der blöde Zauberer? Will der von dem Bogen getroffen werden? Meinetwegen. Ich sehe dich, Freundchen. Wie komme ich denn da hoch? Ich sehe keinen Weg nach oben. Und der scheint keinen Weg runter zu finden. Naja, ich glaube, ich nutze die Gunst nur ganz kurz und loote, was hier geht. Eisenpfeile, noch mehr Dolch zum Verkaufen. Was ihr beiden hier macht, ist unanständig, aber ihr habt Butter. Butter nehme ich euch lieber weg, weil ich weiß nicht, was der mit dieser Butter mit ihr vorhat. Da lag doch noch eine.
War noch nicht mehrere? Ach nee, das. Das sind die beiden Chicks. Okay, dann hätte ich ihnen die Butter nicht gern gelassen. Nee. So weit wollen wir jetzt nicht runterkommen. Back! Kartoffel. Das ja, ihr könnt ruhig runterkommen, wenn ihr wollt. Ich habe genügend Pfeile um euch. Arsch, Ohren, Augen, alles was ihr wollt. Ich durchlöchere es. Schon wieder so ein sexueller, angeregter Witz. Das gefällt mir nicht. Wir müssen viel, viel, viel anders werden. Okay, ein Korb mit ganz viel Zeug. Elchfell! Nett! Sehe ich ihn? Ja, ich sehe ihn. Ja! Dein Tod! Ach, jetzt komm schon. Hat der sich geheilt? Oh mein Gott! Tja, jetzt ist er tot. Sorry! Naja, eigentlich tut es mir nicht leid, um ehrlich zu sein. Heilige Kacke, was haben die denn hier alles gebunkert? Einen alten Nordpfeil. Okay. Ich will ja nichts sagen, aber ist das hier wirklich Klematu oder Klematus Lager? Wir sind nur lauter Gesetzeslose und Banditen. Da haben sie jemanden in Heu hineingetrudelt und haben ihm sein Bier nicht gegeben. Jetzt gehört es mir, sorry. Mal schön auf Fallen aufpassen, ich weiß nicht, ob man der ganzen Situation so toll trauen kann. Lassen. Ja, whatever. Die Spielchen. Okay, der hält mehr aus. Oh ja, der hält sehr viel aus. Aber er ist für mich und Lydia kein Problem. Schön. Nopfer, Eisenpfeil. Ja, was hat denn der da alles für Pfeile? Ich finde nur lauter Pfeile. Das ist Wahnsinn. Oh ja, der ging durch den Arm. Das war ein tödlicher Armschuss. Das ist Wahnsinn. Wie Leute so einfach sterben können. Korb. Elchfell. Sicher ein Geweih, aber ich kann es nicht benutzen. Die ist nicht vermint. Gut. Nett. Das bringt Kohle ein. Da wird sich der arme Gemischwarenhändler aber übelst freuen, wenn ich wiederkomme und ihm noch mehr seines Goldes entwenden werde. Dieb. Taschendiebstahl verbessert auf 12. Naja. Schön. So, Kartoffel. Aber noch keine Spur von Klematu. Klematu. Oh, mir ist so bescheuert. Töte Klematu, danke. Klematu, was ist das für ein komischer Name? Okay, die haben hier definitiv auch Wildjagd betrieben. Reißen wir ihnen alles weg. Oh Gott, Lachs. Lachs, so viel gutes Zeug. Gusseisener Topf und da sind noch mehr Keulchen drinnen. Meine Güte. Okay. Noch Lauch. Ja, nicht. Von Klematu ist nicht wirklich so eine Form von guter Sicht. Ja, das ganze Gemüse mit. Vielleicht können wir es verkochen und daraus was Schönes machen. Am Schluss dieser Reise. Wer weiß das schon? Das weiß ich nicht. Nicht jetzt zumindest. Nein, danke. Lieber den Bogen. Ah, nee, das ist hier oben. Warum ist da eine Akte... Ach nee, sag mal nicht, dass der arme Kerl in seine eigene Falle reingelaufen ist. Ach, die arme Sau. Gott, tut mir leid für ihn. Aber sowas von. Seht ihr, wie viel Leid das mir tut? So viel. Seht ihr? So.
Weg. Ah, eine Pfeile. Gut. Gut, dass ich meine Pfeile gefunden habe. Irgendwas ist hinter dieser Wand anscheinend. Also wir scheinen zumindest auf der richtigen Spur zu sein. Wow, okay. Kerzenschein vielleicht? Nein, es bleibt dunkel. Lampe? Ja, solange ich nicht untergehe. Okay. Alle hier, halt. Ihr habt eure Stärke bewiesen, Krieger. Was? Lasst uns weiteres Blutvergießen vermeiden. Ich glaube, ihr und ich haben einiges zu bereden. Macht keine Dummheiten, Krieger. Der Grund für euer Hiersein ist kein Geheimnis. Und ihr habt euer Können im Kampf bereits unter Beweis gestellt. Lasst uns einen Augenblick reden und niemand sonst muss sterben. Ich glaube, wir können alle von der gegenwärtigen Situation profitieren. Meine Männer werden euch nicht angreifen, wenn ihr eure Waffen senkt. Ich habe nur eine Fackel gerade oben. Ich bin nicht der Drachenkiller. Ich komme in Frieden. Warum verfolgt ihr Sadia? Sie hat die Stadt an den Altmeribund verkauft. Ohne ihren Verrat hätte Tarnet sich in diesem Krieg behaupten können. Die anderen Adelshäuser entdeckten ihren Verrat und sie musste fliehen. Sie wollen sie lebendig zurückhaben. Okay. Der Widerstand gegen den Bund ist in Hammerfell aktiv wie eh und je. Seine Anhänger dürsten nach Gerechtigkeit. Ja, sorry, aber ich wurde geschickt, um dich zu töten. Also ich krieg schon eine fette Belohnung, wenn ich das hier tue, ne? Natürlich. Ihr wurdet geschickt von, wie nennt sie sich dieser Tage doch gleich? Shazra? Sadia? Eines von beiden, korrekt? Hat sie an euer Ehrgefühl appelliert? Ja, schon. Hier? Ja, schon. Oder vielleicht ein eher niederes Bedürfnis? Vielleicht. Es spielt keine Rolle. Sie hat euch ganz sicher überzeugt, dass sie das Opfer ist. Aber wisst ihr überhaupt, weshalb wir sie verfolgen? Habt ihr mir gerade eben erzählt, aber interessiert es mich? Wie viel Gold gibt ihr mir? Leider hat es mir erzählt, ihr seid Assassinen, ich bin angehört worden, um euch zu töten, das werde ich dazu. Ne. Sadi hat es mir erzählt, ihr seid Assassinen! Wie bitte? Nein, nichts derart Grobes. Sadia, wie ihr sie kennt, wird von den Adelshäusern von Tarnet wegen Verrats gesucht. Wir wurden angeheuert, um sie in Hammerfell der Justiz zu überstellen. Ihr könnt uns dabei helfen und dafür sorgen, dass niemand mehr verletzt wird. Was hat sie denn verbrochen nochmal? Sie hat die Stadt an den Altmeribund verkauft. Ja, das hast du mir gerade erzählt. Ohne ihren Verrat hätte Tarnet sich in diesem Krieg behaupten. Okay, ja. Die anderen Art. Der Widerstand gegen den Bund ist in Hammerfell. Das ist jetzt gerade ein bisschen ein Problem, würde ich sagen. Seine Anhänger dürsten nach Gerechtigkeit. Ich weiß jetzt gerade nicht, ob ich Emir vertrauen soll oder Sadia. Ich meine, auf der einen Seite, warum kommt Sadia nach Himmelsrand und versteckt sich dann hier vor allen Leuten? Wenn es nicht aus dem Grund eines dunklen Geheimnisses wäre. Ich meine, sie hätte sich ja auch einfach an die Soldaten in Weißlauf sich widmen können. Oh, der Scheiß? Ich glaube, Sadia hat uns verarscht. Okay, hey, geh mal du. Ich hab noch vorhin groß geprotzt, ich werde dir hier und jetzt deinen Schädel spalten, aber okay. Deine Zunge hat mir Gewissenheit in den Kopf geblasen. Was soll ich denn für dich tun? Sie vertraut euch, zumindest ein Stück weit. Naja. Schließlich hat sie euch auf uns angesetzt. Sie hat keinen Grund, etwas anderes von euch zu erwarten. Überzeugt sie davon, dass wir ihr dicht auf den Fersen sind, dass sie fliehen muss. Bringt sie zu den Stellen außerhalb von Weißlauf. Wir werden auf euch warten und sie dann festnehmen. Ich will gern einen Teil der Belohnung mit euch teilen. Schließlich helft ihr uns im Namen der Gerechtigkeit. Oh nein, ich hab meine Fackel verloren unter dem Gespräch. In Ordnung, ich mach's. Gut, wir warten bei den Stellen auf euch. Ich freue mich schon darauf, endlich nach Hause zurückzukehren. Okay, ich will nichts sagen, aber der Typ scheint doch tatsächlich gewillt zu sein, mir die Wahrheit zu sagen irgendwie. Ich weiß nicht, aber Sadia
Ihr erster Grundgedanke war, dass sie mich erstmal umbringen wollte. Das hat dir schon definitiv sehr viele Minuspunkte verschafft bei mir. Ich hoffe, es macht doch nichts aus, dass ich anfange hier zu plündern wie ein Wahnsinniger. Toll, eine Robe. Eine unglaublich teure Robe, wohlgemerkt. Orkischer Bogen, Stahldolch. Lydia, bist du im Bogen? Bin immer noch da. Warum gebe ich dir nicht dabei meinen heiligen Bogen? Das wäre doch gut. Der wird bei dir nicht leer, glaube ich. Ich möchte Dinge mit dir tauschen. Wie kann ich euch dienen, Tane? Hast du nicht auch noch lauter Zeug? Ja, du hast 5 Bögen von mir. Gib mir mal die schlechten. Gib mir mal alle Bögen hier. Gib mir auch das Stahlschwert, um Gottes Willen. Lydia, das Zeug muss weg. Du hast die Nordkriegsachs des Frosts mit dir. Nicht? Ja, pass mal auf. Du kriegst von mir den heiligen orkischen Bogen. Bitteschön. Habe ich sonst noch was für dich? Soll ich dir... Ich gebe dir mal einen Teil der Nordpfeile. Vielleicht schießt du da mit denen. Alles andere ist hier unwichtig. Ich könnte dir die geben. Dafür gibst du mir... Ne, hast du mir was gegeben dafür? Weiß ich jetzt gar nicht. Anscheinend nicht. Willst du ein bisschen gepimpt werden von mir? Moment. Halskette? Nee, die zieht sie nicht an, glaube ich. Okay. Schade. Wäre schön gewesen. Ja, du bist sprachlos, nicht wahr? Oh mein Gott, so viele Geschenke von mir. Gott sei Dank. Endlich. Endlich rendiert es sich, dass ich diesem verrückten Idioten von einem Pferd hinterherlaufe. Wow, okay, hier sind definitiv viele Leute gestanden. Ja. Nichts. Geh mal du. Ey, was geht? Guten Tag. Hallo. Ihr braucht etwas? Nein. Also ich glaube, unsere Thematik ist hiermit beendet. Wir müssen Sadia stellen. Ich nehme an, hier geht's dann raus aus der Höhle. Könnte man zumindest meinen. Besser. Noch mehr Salz. Okay. Ah ja, ich erinnere mich, wo wir sind. Eisenpfeil, bla bla bla. Lauter Zeug, das ich nicht brauche, um Gottes Willen. Ah ja, okay. Der Geköpfte zeigt uns den richtigen Weg. Das geht hier raus. Jetzt ist die Frage, Schnellreise oder auf normalen Wege zurückgehen, weil vielleicht sehen wir noch was Episches. Wir haben einen Drachen zu töten, ganz nebenbei. Da ist ein blöder, nerviger Drache, der meint, er kann uns blöd vom Himmel aus belachen. Dem möchte ich mal gerne eins reinwürgen jetzt. Also es ist halbwegs Tag, also sieht man den Drachen auch gut. Nicht so wie mit einem anderen Encounter, den ich leider Gottes haben musste, der mich sowas von dermaßen in meine Hose pissen ließ, dass ich es noch bis heute bereue, mich als Drachenkiller zu bezeichnen. Aber egal. Ne, wir gehen zu Fuß nach Haus und stellen Sadia. Und wir sagen ihr, Sadia, nein, du bist böse. Sie muss böse sein im Endeffekt. Überlegen wir doch mal haarscharf. Würde sie uns tatsächlich die Wahrheit sagen? Würde sie irgendjemandem die Wahrheit sagen? Okay, hier sind so viele. Nimm so viele Schmetterlinge mit, wie es geht, Pony. Zerstöre die Umgebung. Da war doch noch einer. Wo ist der Rest? Da ist noch einer. Alles töten und zerstören, was hier auf mich zukommt. Ich sollte in Alchemie investieren. Nur mal so nebenbei. Ja, bist du stolz auf deine tollen, coolen Handschuhe? Die hast du von mir gekriegt. Dafür gehst du jetzt zwar überall als Nord durch, was vielleicht ein Problem werden könnte. Nee, nicht als Nord, als Kaiserlicher. Da gehst du jetzt zwar als Kaiserlicher durch, was Probleme bereiten könnte. Warum? Also, ja, erklär es mir. Warum ist jetzt der Mond am Himmel? Nachtsüber sehe ich keinen Mond. Und dann tagsüber sehe ich ihn. Was? Jetzt sag mal nicht, dass der blöde Drache nicht mehr hier ist. Ich weiß, was ich gesehen habe. Ich sah einen Drachen. Und der hat mich von oben angefurzt. Und das hat mir nicht gut getan. Das war ein sehr böser Furz. Ein
Ein rachelüstiger Furz. Und ich habe schon so viel seiner Brüder umgebracht. Mehr Schmetterlinge zum Meuche. Pony, der Schmetterlingskiller. Unterwegs, um alles zu vernichten, was krabbeln kann. Ich sehe nur Riesen. Und Mammuts. Und Hirsch. Vielleicht, dann schieße ich wenigstens einen Hirsch. Dann hat sich die Reise ein bisschen gelohnt. Schön. Jetzt finde ich ihn wieder nicht mehr. Doch. Gott sei Dank, hier ist er. Danke. So. Also. Mit dem Mammuts legen wir uns besser nicht an. Da nicht nur die Mammuts uns ein Problem bereiten würden. Nö, der Riese da drüben bereitet uns dann auch ein Problem. Ich wollte jetzt eigentlich gerne einen Drachen killen. Das wäre der perfekte Abschluss gewesen der heutigen Quest. Aber der Drache ist wieder mal weg. Der hat die Fresse voll. Das war ein freundlicher Drache. Weiß nicht, gibt es sowas in dieser Welt? Freundliche Drachen, die ja nicht angreifen, sondern nur sagen: Hi! Ich bin's! Drache! Ich liebe dich! Und dann fliegt er weg. Man sieht ihn nie mehr wieder. Gibt's sowas? Ich bezweifle es. Ich glaube, alle Drachen sind von Grund auf böse. Egal. Da vorne brennt was. Weiß ich, ob ich das gut heißen soll, wenn da vorne was brennt. Ach nee, das ist das Riesenlager, wenn mich nicht alles täuscht. Na gut, okay, meinetwegen. Hallöchen, wie geht's euch denn? Es das sind Drachen unterwegs, Reisender. Nee. Seid gewarnt. Nee, Moment, geht's uns allen gut. Ich weiß, ich war ein Helden. Dann habt ihr sie auch gesehen. Ja, ich war heftig. Wir haben unser Heim verloren, unser Vieh. Wir haben kaum genug Gold, um über die Runden zu kommen. Nett. Tut mir leid, ich brauche mein Gold selber. Ja, hier, weil es mir letztes Mal wirklich sehr gut gegangen ist, als ich ein Gold hergegeben habe. Das fand ich schön. Das fand ich ehrenwert. Und ich will ein weiser, ein gutmütiger Lehnsherr sein im Himmelsrand. Ja, bitteschön, damit ihr euch was zum Trinken kaufen könnt. Ich fördere den Alkohol im Himmelsrand. Danke. Seid auf der Hut und vergesst nicht, unterwegs den Himmel im Auge zu behalten. Natürlich, kein Problem. Hallöchen. Hast du auch was zu sagen? Ihr seid so freundlich. Kein Ding, kein Problem. Nö, Drachen sind nicht in der Nähe. Dann vergessen wir die Drachen. Laufen wir Querfeld ein. Nicht so wie das arme Bauernvolk. Nee, wir laufen Querfeld ein. Wir gehen dem Abenteuerdrang direkt in die Nähe. Laufen ihm in die Arme und hoffen auf das Beste dabei. Wahrscheinlich werden wir sterben, aber das ist nicht schlimm. Wir sterben wäre eine gute Sache. Fördert den Tod in den Himmelsrand. Das macht die Welt erst schön. Tod und Blut vergießen. Das sind übrigens meine niederen Beweggründe, wie Sadia mich dazu bringen konnte, Kimato zu verfolgen und ihn umzubringen. Ich bin ein blutlüsterndes Monster. Ich bin ein gütiges Monster, ein ehrenwertes Monster. Ich gebe schon mal gerne mein ganzes Gold her. Und ich weiß, dass ich einen vierstelligen Betrag davon habe. Ist kein Problem für mich. Aber alles, was mein Gold nicht verdient, oder alles, was von Haus aus mir nicht gefällt, das bringe ich um. Da gehe ich drüber mit der Axt. Das tut so dermaßen weh. Oh mein Gott. Das ist so arm. Das ist so jämmerlich. Ich sehe da drüben eine Erzader. Mal gucken, was das für eine Erzader ist. Ich nehme mal ein Eisen. Corundum-Erz. Cool. Ich meine, mit welcher Ehre habe ich denn das jetzt verdient? Was habe ich denn überhaupt für krasse... Was sind das für merkwürdige... Ich will jetzt aber echt nichts Falsches sagen, aber... Guckt euch mal meine Stiefel an. Kann es sein, dass es... Moment. Habe ich hier eventuell die falschen Stiefel? Stahlschienenstiefel. Ich will ja echt nichts sagen, aber die sehen aus, wie wenn die von Kaiserlichen wären. Seht ihr das? Das passt gar nicht zusammen. Ach scheiße, da muss ich drüber gehen. Da brauche ich andere Handschuhe. Handschuhe sage ich schon, andere Stiefel. Verdammt. Das ist eines Saponis nicht ehrenwert, wenn er anfängt, hier in falscher Rüstung herumzulaufen. Ich dulde keine Kaiserlichen. Auch nicht an mir.
ist merkwürdig. Ist ein sehr, sehr merkwürdiger Satz, aber okay. Mal kurz hier drüber springen. Ja, ich weiß, es ist nicht der übliche Weg, aber ich bin The Pony. Ich brauche nicht den üblichen Weg. Ich mache mir meine Wege selbst. Ist ja schon fast wie bei der Raiffeisenbank. Ich baue mir meine Wege selbst. Ja. So. Kurz mal rein hier gucken. Ah, Mann, das wird nicht leicht. Ich bin echt ein bisschen schockiert. Also, ich weiß nicht. Sadia vertrauen oder Kemato vertrauen? Sadia ist im Endeffekt als erste. Nee, Sadia ist nicht als erste zu uns gekommen. Es waren die sogenannten Assassinen. Nee, ich glaube, Sadia ist definitiv böser. Habe gehört, dass böser. Sie die hey, was soll denn das? Was denn? Was willst du? Wolfried, Kopf des großen kampfgeborenen Clans. Ihr habt den Namen sicher schon gehört. Vielleicht. Das ist der Typ, der mit dieser einen alten Frau geredet hat, die meint, dass ihr Sohn von den Kampfgeborenen entführt wurde. Worum ging es eigentlich in dem Streit vor, keine Ahnung, einer Woche oder so? Hä? Noch so eine Sache, die die Graumänen anderen anlasten wollen. Es ist nicht meine Schuld, dass sie sich vom Kaiserreich abgewandt haben oder dass ihr Esel von Sohn einen bewaffneten Aufstand dagegen angezettelt hat. Und trotzdem wollen sie die Schuld auf uns abwälzen, den guten Namen meiner Familie beschmutzen? Aha. Was ist eigentlich mit dem Clan der Graumänen? Was ist denn damit los? Unzivilisierte, pelztragende Axtschlepper. Au, au. Ein Wunder, dass sie nicht mehr in Höhlen leben wie ihre Vorfahren, mit denen sie dauernd angeben. It's true, Vignar Greyman and his lot are one of Whiterun's oldest and, depending on who you ask, most respected clans. I don't dispute that. Aber es ist ein sehr stolz auf sein Erbe zu sein und eine andere an der Vergangenheit festzuhängen. Was Sie Ehre und Tradition nennen, nenne ich Ignoranz. Okay. Ich ignoriere mal, dass du ein Meister der Sprache bist, dass du mit mir in unterschiedlichen Sprachen reden kannst. Ich will gar nicht mehr von dir wissen. Du bist ein komischer Typ. Da draußen. Natürlich. Hi. Es ist ein schöner Tag, wenn ihr in der Nähe seid. Das weiß ich. Habt ihr euch schon als Söldner versucht? Nö, eigentlich nicht. Vielleicht genau das Richtige für euch. Nö. Es geht ein Riss. Ich weiß gar nicht, ob unser guter Freund schon wieder Gold hat. Ihr findet eigentlich jeder etwas. Sagt Bescheid, wenn ihr irgendwelche Fragen habt. Ich weiß, ich finde zum Beispiel Gold bei dir. Für manche hast du Gold? Für mich sind es Schätze. Mich wundert gerade, dass der schon wieder Gold hat. Wobei, gut, wir haben auch ziemlich lange gewartet. Muss ich zugeben. Hi. Ich habe jede Menge Zeug, das ich dir verkaufen möchte. Wundert's dich? Mich wundert's nicht. Du kriegst mal die ganzen Dolche, die braucht kein Schwein. Das Zeug hier braucht kein Schwein. Den orkischen Jagdbogen hier braucht auch keiner, um ehrlich zu sein. Oh mein Gott, ich habe 3 Stück von denen? Kein Wunder, dass ich total überladen bin. Hier, nimm das und dann sind wir schon fertig bei dir. Warum habe ich so viele scheiß Stäbe? Oh mein Gott. So, jetzt müssen wir vielleicht mal kurz anfangen, Heiltränke zu kaufen. Du hast einen Heiltrank. Ist das dein Ernst? Ich nehm's, aber ich find's bescheuert, dass du nur einen solchen Trank hast. Und dann kostet die Kacke so viel. Also, du gehst aber schon ein bisschen auf den Sack. Okay. Nee, sind wir fertig. Das war jetzt das Wichtigste, dass ich ein bisschen Ballast abwerfe. Ah, ich hätte die Waffen übrigens an der Schmiede verkaufen können. Alles in Ordnung mit ihm, Ma'am. Efgir Unslad ist schließlich gekommen. Die unendliche Jahreszeit. Krieg ohne Ende. Reifes Obst und frisches Gemüse zu okay. verkaufen. Okay, anscheinend hatte sie niemals irgendwie... Hallo, Kind von Kynare. Hi. Whatever. Oh, Sadia! Wo bist du? Kommt herein. Hi. Sagt Bescheid, wenn ihr etwas braucht. Oder setzt euch ans Feuer und ich schicke euch jemanden hinüber. Das sind echte Sicherheitslage in Weißlauf ist furchtbar. Lass die Finger Eine davon. Schande ist das.
Also ruhig hier, kein Ding. So, einmal kurz hier hochgehen. Au. Seid ihr? Ich hab's richtig. Ja doch. Muss hier rüber. Ich hab den Bratspieß. Ja, kurz mal hier benutzen. Wir haben natürlich jede Menge Zeug, das wir kochen können. Ja, was kochen wir denn? Hund, so schön ist. Wildbrei-Eintopf. Mm, 50% Ausdauer, regeneriert 27 Sekunden lang ein Gesundheitspunkt pro Sekunde. Ja, irgendwie ist das schwach. Ah, machen wir trotzdem jetzt. Wer damit? Wildbrei. Kartoffelsuppe stellt 10 Gesundheitspunkte her und 10 Ausdauer. Ja, natürlich. Das auch hier. Moment. So. Lachsbraten. Kaninchenkeule, alles, es sieht ja, das Zeug, wir haben 180 Lebenspunkte. So, sagen wir mal, jetzt haben wir das Problem, dass wir wirklich low sind. Wie will man sich damit heilen? Ich brauche 20 so Ziegengebein und dann wiegt das Ding auch noch ein Kilo. Das ist viel. Ach, verdammt. So. Wir kochen mal alles. Es bringt uns zwar nichts, das quasi zu machen, also es verbessert nichts, aber es hilft nichts. Hi! Hallo! Gibt es Neuigkeiten von den Alikir? Nein, ich habe ein Problem. Ich konnte sie nicht alle bezwingen und sie kommen jetzt, um euch zu holen. Ja, sorry. Was? Wie? Ich dachte, sie dürften nicht in die Stadt. Nö. Sie haben trotzdem einen Weg reingefunden. Wir müssen raus. Ihr müsst gehen. Folgt mir. Aber wo soll ich denn hin? Ich kann doch nicht bis in alle Ewigkeit davonlaufen. Wissen Sie, ich bin zu reich. Ich habe uns 2 Pferde gekauft. Wir können ins Niemandsland der untergehenden Sonne reiten und kräftig Liebe machen, wenn Sie wollen. Aber egal, folgen Sie mir einfach. Nach all dem muss ich wieder meine Sachen zusammensuchen und fortgehen? Wenn ihr das wirklich für die einzige Möglichkeit haltet, dann vertraue ich euch. Lasst uns keine Zeit vergeuden. Ich bin so gut im Lügen. Kein Ding. Darf ich das Geld nehmen? Ehrlich? Danke. 13 Gold, ist das meine Belohnung? Das ist schön. Ich glaube, ich werde mal folgen. Möchten die nicht weitergehen? Okay. Lass die arme Frau. What the f... Oh mein Gott. Schnell. Schnell hinterher. Das wird übel enden. Ignorieren Sie mich. Ignorieren Sie mich. Ich folge Ihnen. Ins Land der untergehenden Sonne. Kräftig lieber machen und so. Ne? Hab ich gut gelogen? Hallo, ich hab sowas von gut gelogen hier. Wo ist sie? Da ist sie. Okay, ich folge dir. Es geht ein Riss durch Himmelsrand. Und weder Magie noch die Zeit kann ihn heilen. Gelegentlich vielleicht mal speichern, nicht, dass das Spiel abstürzt, weil ich Sadia betrüge. Ich helfe meiner Mutter dabei, Obst und Gemüse zu machen. Mädchen, du erzählst mir schon zum dritten Mal die Fresse, oh mein Gott! Wenn ich jemals auf den Gedanken komme, nicht mehr das gutmütigste Pony zu sein, sondern das bösartige, erinnert mich daran, dass ich dem Priester oben eine reinhau und dass ich dem kleinen Mädchen was antue. Das tut mir leid, aber das wird mal Zeit. Wenn ich jemals böse werde in diesem Spiel, dann werde ich es genießen. Oh ja, seht ihr, das Land der untergehenden Sonne, es ist so hell, so goldig. Da werden wir ganz viel Glück finden. Das sehe ich jetzt schon. Holde Maid. Lydia, geh weg. Das ist jetzt gerade ein schlechter Zeitpunkt. Du kannst mir später... Mein Gott. Du kannst mir später folgen. Nee. Du versaust mir alles. Dammit. So, hier drüben müssten eigentlich unsere tollen... super geilen Pferde kommen. Endlich begegnen wir uns, werte Dame. Oh. Was ist das? Was habt ihr getan? Jetzt hört schon damit auf. Ihr habt doch wirklich nicht erwartet, die Leute bis in alle Ewigkeit manipulieren zu können, oder? Das Glück musste euch eines Tages verlassen. What the fuck? Jesus!
Jesus! Jetzt möchte ich Magier werden, dank dir. Gut jetzt gemacht. Jetzt bringen wir unsere werte Freundin hier zurück nach Hammerfell, wo sie den Preis für ihren Verrat bezahlen wird. Ich glaube, sie husten noch. Also dieser Zauber ihrer Atmung vielleicht beeinflusst. Wird ihr nichts geschehen? Nicht auf dem Weg zurück. Aber wenn sie erst einmal dort ist, liegt die Entscheidung über ihr Schicksal nicht mehr bei mir. Und was euch betrifft, schulde ich euch nicht einen Teil der Belohnung? Hier, ja, bitte. Überlegt euch gut, wofür ihr es ausgebt. Wenn ich euch noch einen Rat geben darf, lasst euch nicht von einem hübschen Gesicht täuschen. Das stünde euch nicht gut zu Gesicht. Ja, es kommt immer drauf an, wie schön das Gesicht wirklich ist. Auf Wiedersehen. Dein Gesicht zum Beispiel ist richtig hübsch. Du und ich, wir beide, in Richtung untergehender Sonne. Wäre das nicht schön? Ins Land der untergehenden Sonne. Kräftig Liebe machen. Hier jetzt sofort. Stehen wir die Pferde. Machen wir es erotisch. Wird sich jemand wieder gehen können? Sadia? Oh, fuck. Alter, das ist echt krank, Mann. Das ist richtig kranke Scheiße, was du da mit der getrieben hast. Ich kann nicht mal mehr mit dir reden. Okay. Ja, Bruder, lass es gut sein. Hast du gut gemacht. War schön, dich gesehen zu haben. Wir müssen... Lydia, geh mit. Geh mit. Wir sollten sie allein lassen. Was auch immer sie jetzt tun werden. Wir sollten uns jetzt allmählich überlegen, was wir jetzt tun. Denn diese Quest ist im Grunde genommen jetzt vorbei. Wir könnten jetzt mit der Hauptquest weitermachen. Das ist die Erweiterungsquest. Ja, da fühle ich mich auch noch nicht wirklich bereit dafür. Die Hauptquest weitermachen. Mit dem Anführer der Dämmerwacht reden. Oh, God damn it. Ich weiß nicht, ob wir dafür bereit sind. Nee, wirklich. Also der Vermisste ist eine schwierige Quest. Das weiß ich. Leider Gottes. Was haben wir denn hier noch alles? Eigentlich nur die Sachen, die wir definitiv erst später machen sollten. Also den Aufstand der Sturmmäntel uns anschließen. Den Anführer der Gefährten reden. Nein, ich glaube, es wäre euch persönlich auch lieber, wenn wir noch einmal mit der Hauptquest weitermachen. Zumindest den Teil und danach fixieren wir uns wirklich, wirklich aufs Übelste. Erst einmal mit den Sidequests. Also die Hauptquest wird dann wirklich erstmal komplett auf Eis gelegt, wenn wir das hinter uns haben. Denn mit dieser Quest kriegen wir, glaube ich, den ultimativen Drachenschrei von Fustora. Und wenn wir den haben, dann sind wir fertig mit dem Spiel. Ich würde sagen, das Horn von Jugend Windrufer, es ruft uns. Und wir haben noch etwas Zeit, also gehen wir den vorgeschlagenen Weg zum, was auch immer das ist, zum Grab von Ustengraf. Über die entsprechende Strecke, wie ich sie gesagt habe. Also wir gehen nicht den ganzen Weg hier außen rum, sondern wir gehen in Richtung Schnee und gucken mal, was uns da drüben erwarten wird. Das heißt, jetzt geht es erstmal auf nach Süden. Osten. Um ehrlich zu sein, Osten. Gewichtsmäßig, ja, ich kann nichts ändern, leider Gottes, da ich Billetor zu viel abverlangt habe in letzter Zeit. Ich kann ihm nicht noch mehr Sachen verkaufen. Nee, fixieren wir uns auf das, was vor uns liegt, nämlich eine wunderbare Reise in Richtung Norden über Osten. Ja, und ich merke, es wird Abend. Vielleicht sollten wir durchschlafen bis zum nächsten Tage. Kurz mal hier das Nierenwurz mit aufnehmen. Ich habe das noch gar nicht... Ich vergesse immer wieder die Alchemie kurz mal anzuwenden, merke ich nebenbei. Was ich auf jeden Fall tun möchte, ist hier nochmal alles ein bisschen experimentieren, was uns das alles hier bringt. Okay. Kann ich eigentlich eine zweite Fähigkeit, wenn ich jetzt hier nochmal... Nee, passiert gar nichts. Okay. Also da kann ich wirklich nur die erste Fähigkeit herausfinden. Na gut, meinetwegen. Bei mir nehme ich meinen Geschmetterlingsflügel. Frag mich nicht, woher. Schlossknacken verstärken. Ah, den hatten wir schon. Kacke. Der ist unbekannt. Ausdauer senken. Heiß Miriam. Frostresistenz. Die Bienenwabe. Ausdauer wiederherstellen. Das kleine Geweih. Anfälligkeit für Gift. Toll.
Gesundheit senken. Noch besser. Da haben wir Namiras Fäulnis. Das hört sich nicht gut an. Magicka senken. Noch irgendwas Unbekanntes jetzt hier? Nein. Verkohltes Skiberfell. Ausdauer wieder herstellen. Interessant. Es freut mich immer wieder, wenn ich der Alchemie behilflich sein kann. Okay, es geht jetzt in Richtung Norden, Ladies and Gentlemen. Natürlich über den Landweg. Nee, da bin ich ganz vorsichtig. Statt dass ich da einen anderen Weg anschlagen werde. 7 Uhr abends erst. Ich glaube ab 8 Uhr oder ab 9 Uhr wird es wieder zu finster für uns. Wir können auch hier reingehen. Das Honigbräuhaus. Aber dann wiederum sollte es mich eher nicht kümmern. Mit dir haben wir schon mal geredet. Du hast uns nichts Wichtiges gesagt. Jetzt geht's hier entlang. Wenn mich nicht alles täuscht und irrt. Naja, der Weg führt zumindest nach Norden. Das ist eine gute Richtung, die wir einschlagen. Schnell reisen können wir in diesem Falle noch nicht. Und ich würde auch gar nicht empfehlen, in diesem Spiel so viel zu schnell reisen. Ich meine, man könnte das dann im späteren Verlauf gerne machen, wenn man wirklich schnell von einem Ort zum nächsten gehen muss. Aber man sieht einfach mehr von Skyrim, wenn man blindlings reinläuft in die Kacke. Das ist wesentlich besser. Hof der Kampfgeborenen. Okay. Da steht sogar ein Haus. Das ist mir noch nie aufgefallen, dass hier ein richtiges Haus steht. Battleborn Farm. Kampfgeborenen Farm, okay. Ich stehle nur kurz den ganzen Lauch. Die gefallen mir nicht, die Kampfgeborenen. Die sind nämlich... Kampfgeborenen sind auf der Seite der Kaiserlichen und das geht mir am Sack. War übelst. Oh Gott, die Schwärze der Nacht ereilt uns. Ein Hirsch kommt vorbei. Aber ich bin jetzt sowieso schon viel zu nah dran, als dass ich den schießen könnte. Da drüben versteckt sich auch noch einer. Nee. Oder doch? Ich weiß nicht, ob ich von hier aus genauso gut nochmal treffen kann. Wie ich das bei dem letzten ehrlich gemacht habe. Damit. Oh! Holy shit! Was für fucking MLG-Fähigkeit habe ich denn jetzt mittlerweile mit dem Bogen erzielt? Das macht mich schon ein bisschen kaputt. Ich hätte doch Dieb werden sollen. stattdessen haue ich mit einer großen fetten Axt auf meine Gegner ein. Funktioniert bis jetzt eigentlich sehr gut. Erschreckend gut. Da ist endlich mal der verfickte Mond. Gott sei Dank. Ich hab dich schon sehr lange vermisst, mein Freund. Erhelle den Weg für mich. Hi, wer seid ihr denn? Hand zum Gruße, Freund. Nachtschwärmer. Ich freue mich über jeden fröhlichen Gesellen, der diesen herrlichen Tag genießt. Aber habt ihr Alkohol? Oh, ihr seht aber müde aus. Kommt, teilen wir uns doch eine Flasche Honigbräu mit. Honigbräu mit? Ihr habt den lieblichen Honigbräu mit noch nie probiert. Dabei ist er doch der beste Met außerhalb von Sovngarde. Er ist so süß wie der Kuss einer holden Jungfer in sternenheller Nacht. Holy shit. Und er ist so stark, dass er selbst einen Frosttroll auf den Allerwertesten fallen lässt. Aber genug geredet. Kommt. Wollt ihr nicht mit mir und meinen Gefährten trinken? Ich habe so das ungute Gefühl, als werden die uns ausrauben. Aber der Alkohol verleitet mich dazu, einfach ja zu sagen. Natürlich! Stoß mir an, mein Freund! Nichts ist besser, als den Krug zu heben, um... Nun ja, die Stimmung zu heben. Na schon, let's go! Prost! Mögen eure Abenteuer euch Ruhm und Reichtum bringen. Goi. Super. Das war's schon. Ich trink's gern gleich aus. Honigbräume, danke. Trinken und gut fühlen dabei. Fertig hier? Ehrlich? Cool. Ihr braucht etwas? Nein, ich bin schon fertig mit euch. Mein Gott, hast du blutrote Augen. Bitte halt dich bloß fern von diesen Kerlen. Wer weiß, was sie dir antun, du erstmal betrunken bist. Schlimmste Dinge passieren am Himmelsrand zu dieser Stunde. Da wollen wir nicht Teil sein davon. Nö. Wir,
Wir erfüllen bloß den Teil des Blutgemetzels, des Kopfabschneidens und noch viel, viel grausamere Dinge. Aber das, was die Kerle da machen würden, da erzittert mein Knie. Da leuchtet was. Ich will's haben. Bleib hier. Ne. Firefly Thorax. Okay. Da war noch was. Wieso leuchten hier alle Dinge? Ja, mit dir. Fackelwürmchen. Nochmal so eine Feuerfliege. Noch so eine Feuerfliege. Wo kommen all die Schmetterlinge? What the fuck? Lass mich kurz mal gucken hier. Haben wir irgendwas Neues, das wir noch nicht erforscht haben? Hier, der Harbinger. Gesundheitssenken. Gut. Ich habe nicht so das Gefühl, als wären wir gleich in einen Kampf gelockt. Magicka senken, noch besser. Magieresistenz. Gut. Das dürfte alles gewesen sein. Alles andere kennen wir. Okay. Ah. Also der Himmel ist extrem gerade. Wollte ich nur mal kurz erwähnt haben. Ist da jemand? Hallo? Das sieht auch interessant aus. Weil es ist definitiv nicht die Stadt. Was war das denn? Vorsicht. Schnell. Lydia, wirst du eventuell angegriffen? Hallo? Wow! Matt, das ist eine gute! Da drüben sehe ich den Feind. God damn it. Ihr wart zu schnell. Dann werde ich sie halt für euch looten. Bandit! Du hast eine Backkartoffel. Cool. Du hast sonst nur lauter Schmarrn, um ehrlich zu sein. Stahlpfeile nehme ich gern, alles andere kannst du behalten. Das war das einzige hier drüben? Ein einzelner Bandit kommt hier rüber? What the fuck? Hat denn sonst noch jemand von euch hier was versteckt oder so, dass ich mitnehmen kann? Ein Stuhl, ein Korb, einmal ein großer Sack, Karotten mitnehmen. Gibt uns einen Lebenspunkt. Da können wir stolz drauf sein. Aber sowas von. Steckt sich hier was? Noch ein großer Sack. Mehl. Dann können wir Kuchen backen. Glaube ich. Vielleicht. Ich weiß es nicht. Bergblume. Bergblume. Oh, wow. Oh, oh, oh. Okay. Jetzt ist die Frage. Würfel. Bin ich so blöd und laufe ich bei Nacht gegen Norden? Oder bin ich so klug und lasse ich es bleiben? Ich bin so blöd und laufe tatsächlich weiter. Okay, gut. Also ich persönlich sehe fast gar nichts mehr. Ich habe noch eine Fackel zur Hand. Also noch nicht einmal meine Laterne kann mir hier großartig weiterhelfen. Ich würde mal sagen, wir bleiben so getreu und fixieren uns einfach mal mittels der Laterne auf unsere Reise. Alles andere sehen wir dann schon. Da vorne steht was und ich weiß nicht, was es ist. Es ist ein Pferd, Gott sei Dank. Ich dachte schon. Hallo, werte Freunde. Was ist los hier? Ein Pferd, das ich stehlen kann. Okay. Hi. Ihr braucht etwas? Nein. Felswache, Festungswache von Pale. Pale? Was ist Pale? Doch, das gibt es doch nicht. Ich sitze hier fest. Hier. Meine Mutter. Meine arme Mutter. Regungslos. Ruhend. Doch zu unbeweglich. Oh, das ist ein Sarg. Gibt es hier Probleme? Der arme Cicero steckt fest. Seht ihr es nicht? Ich habe meine liebe Mutter transportiert. Nun ja, nicht sie, ihre Leiche. Sie ist ziemlich tot. Ich bringe Mutter in ihr neues Zuhause. In eine neue Gruft. Aber... Ah, das Wagenrad! Das verdammte Wagenrad! Okay, nicht so laut. Hey, hier sind Drachen in der... Es sind Drachen in der Nähe, mein Freund. Willst du bitte leise sein? Es ist mitten in der Nacht, wenn uns so ein Viech überfällt. Weißt du, was da passiert? Ich bin einmal einem Drachen bei Nacht begegnet. Ich will es nie wieder tun. Okay?
Kann ich dir irgendwie helfen? Oh ja! Ja! What the Der fuck? Freundliche Fremde kann sicherlich helfen. Geh zum Bauernhof von Loreus. Da drüben an der Straße. Redet mit Loreus. Er hat Werkzeuge. Er kann dir helfen, aber er tut es nicht. Er weigert sich. Überredet Loreus, mein Rad zu reparieren. Wenn ihr das schafft, wird der arme Cicero euch belohnen. Mit Münzen. Hallo? Mit glänzenden, schimmernden Münzen. Ja, ich nehme auf. Ich nehme auf, ja. Ist richtig. Bier. Signore, Bier, mach auf. Bier, mach auf. Entschuldigung, das kann man nicht als Bier bezeichnen. Das ist Radler. Mein Schatz. BHP Lucky, ladies and gentlemen, von seiner besten Seite. Alright. ich weiß gerade nicht, was ich tun soll. Scheune da drüben, meinetwegen. Wir haben ja jetzt gerade wirklich nichts Besseres zu tun. Nur eine epische Quest eines Drachenkillers und Drachenblutes gleichzeitig zu erfüllen. Da können wir ja kurz bei einem Moment. Ja, Loreus Bauernhof. Hier sind wir richtig. Die Quest wird mir halt jetzt gerade nicht angezeigt, weil wir die richtige Quest halt markiert haben. Hallo? Okay, ich kann sie wenigstens betreten und muss jetzt nicht mit Absicht bis morgen warten. Gott verfluchte Scheiße, Kumpel. Hallo? Oh. Ich glaube, wir sollten nicht hier sein, Lydia. Oh. Okay. Ich gebe zu, das ist zumindest ein guter Snapshot für den Part. Wir machen hier gerade einen Einbruch. Ich meine, die sehen uns nicht einmal. Hallo? Ach, um Maras Willen, was gibt es denn jetzt? Guten Morgen, mitten in der Nacht, mein werter Herr. Der kleine Mann braucht wirklich eure Hilfe. Mit seinem Wagen. Ihr meint diesen Cicero? Mhm. Erzählt mir mal was Neues. Dieser Spinner hat mich sicher schon 5-mal gefragt. Meine Antwort hat ihm wohl nicht gefallen. Warum kann er uns nicht einfach in Frieden lassen? Ich verstehe nicht, wo das Problem liegt. Ich bin mir sicher, dass er euch bezahlen wird. Hallo, der Typ sieht unglaublich reich aus. Bisschen bekloppt, okay, aber reich. Holy shit. Mich bezahlen? Ihr glaubt, es geht hier ums Geld? Ja. Habt ihr den Mann gesehen? Nein. Er ist völlig verwirrt. Es war Nacht. Ein Hofner? Hier in Himmelsrand? Etwas derartiges gab es hierzulande seit 100 Jahren nicht mehr. Und er schleppt eine riesige Kiste mit sich herum. Er sagt, es sei ein Sarg. Und dass er seine Mutter begraben will. Wenn das seine Mutter ist, da drin könnte alles Mögliche sein. Schmuggelware, Waffen, Skoma. Mit so etwas will ich nichts zu tun haben. Dafür möchte ich jetzt eigentlich fast eine Münze werfen. Also ich gebe zu, manche Sachen lasse ich doch dann lieber den Zufall gegenüber. Na gut, machen wir es mit einem Würfel. 1 bis 10. Sagen wir, da ist was dran, was kann ich tun, um zu helfen? 11 bis 20 ist dann erst ein Fremdling. Also 11 bis 20 ist die gute Entscheidung. Und die andere Entscheidung ist böse. Okay, wir sind böse. Sie haben recht, da ist was dran. Der Typ ist ziemlich verrückt. Er scheint ein Waffendealer zu sein. Ich hasse Waffendealer. Ich könnte sie allesamt umbringen. Was soll ich tun? Nun, da wäre schon etwas. Es gibt da diese Wache. Patrouilliert die Straße, auf der dieser verrückte Hofner unterwegs ist. Sie kommt ziemlich oft hier vorbei. Ihr könnt den Verrückten doch melden. Wie wäre es, wenn ihr behauptet, er habe irgendetwas Rechtswidriges getan? Dadurch wäre ich ihn wenigstens los. Was meint ihr? Das geht jetzt ein bisschen zu weit, mein Freund. Wir wissen nicht, was da drin ist. Obwohl ich jetzt eigentlich die böse Entscheidung nehmen sollte. Nee. Ich verurteile keinen Unschuldigen. Wir wissen nicht, was da drin ist. Na schön, wie ihr wollt. Aber ihr täuscht euch. Seht euch diesen Verrückten doch nur an. Ich weiß nicht, was es ist, aber er muss einfach irgendetwas verbrochen haben. Überrede Loreus,
Ja gut. Hä? Also abgeschlossen, fertig oder? Nicht aufstehen? Nicht helfen? Ist die Quest noch an? Was später wieder? Überrede Loris oder schwärze Cicero an? Ja, okay, ich habe ihn doch gerade eben überredet, nur so nebenbei. Ich dachte, wir hätten nichts mehr zu bereden. Oder habt ihr euch mein Angebot noch einmal überlegt? Nein. Diesem Cicero muss jemand den Kopf waschen. Du bist ein böser Mann. Ihr wisst, dass ihr ihm helfen solltet. Jetzt komm schon. Ja, ihr habt ja recht. Ob er nun verrückt ist, sei einmal dahingestellt. Jedenfalls braucht er meine Hilfe. Und wenn ich ihm die verweigere, was sagt das dann über mich aus? Eben. Also, danke. Und bitte. Bitte verzeiht meine Unfreundlichkeit. Kein Ding. Wenn ihr mit Cicero redet, sagt ihm bitte, dass ich ihn bald treffen werde. Gut. So, pass doch auf. Was denn? Ah, okay, da war ein Topf. Entschuldigung. Ja, okay. Ich habe da gegen meine eigene Regel verstoßen. Eigentlich wollte ich jetzt hier der Bösewicht sein. Aber ich kann es nicht tun. Da habe ich gar nichts verbrochen. Da drin liegt seine Mutter. Natürlich hat er ein Problem. Wenn deine Mutter da drin liegen würde, was würdest du dann darüber sagen? Kann ich ihn jetzt immer noch anschwärzen? Ihr Hallo? Braucht etwas? Nein, schon gut, bin schon weg. Na schön. Hey. Arme Mutter. Ihr neues Zuhause scheint so weit entfernt. Ich habe mit Lorelos geredet. Er ist bereit, euer Wagen gerade zu... Eine Sache würde mich nur ganz kurz interessieren. Nur eine ganz kurze Sache. Ich weiß nicht, ob ich das schaffen werde jetzt. Ich bin direkt hinter euch. Ja, ja, passt schon. Warte hier. Wie ihr wünscht, Tane. Whatever. Schleichen. What the? Oh! Oh mein Gott! Das ist schlecht! Au! Holy shit, sogar das Pferd dreht durch! Ich will jetzt eigentlich nur Folgendes tun. Bleib da stehen. Ja, genau, oder geh zurück. Du siehst mich gar nicht. Soll ich mich nackig ausziehen, dann siehst du mich wirklich nicht mehr. Ich will mal kurz in seine Taschen schauen. Ach, gar nichts. Okay. Ich dachte schon... Arme Mutter. Ich dachte schon, dass das jetzt wirklich ein... neues Zuhause. Ein Krimineller wäre. Und wenn ich in seine Taschen sehe, dann sehe ich 10 Dosen Skoma oder so. Das hätte mich erdrückt. Ja, ja, das hast du mir gerade gesagt. Hey, psst. Neues Zuhause. Hey, psst. Sei leise, wir wurden gerade von einem perfekten Wolf angegriffen. Willst du, dass was Größeres kommt? Ich habe mit Loreros geredet. Er ist bereit, euer Wagenrad zu reparieren. Okay? Wirklich? Ja. Er hat zugestimmt? Ja. Oh, Fremder. Ihr habt Cicero so glücklich gemacht. Gott sei Dank. So jubelnd und ekstatisch. Aber es kommt noch besser. Viel besser. Auch meine Mutter dankt euch. Hier, für eure Mühe. Schimmerndes, klimperndes Gold. No. Ein paar Münzen für eine gute Tat. Danke. Danke noch einmal. Seht ihr, Gott sei Dank haben wir uns andersrum entschieden. 400 Gold! Holy shit, Junge! Komm hier runter und riech dein verficktes Rad! Oh mein Gott! Lydia, ich bin sowas von fertig gerade. Du bewegst dich nicht, weil ich dir gesagt... Bist du jetzt beleidigt, weil ich gesagt habe, du darfst mir nicht folgen? Ja, tut mir leid, aber ich musste das hier ohne dich machen jetzt. Was? Genau. Bleib hier stehen, bleib hier stehen. Wir beenden... Bleibst du jetzt stehen? Siehst du mir... Okay, gut. Siehst du mir immer noch beleidigt. Ladies and gentlemen, wir machen ab diesem Punkt einen Cut. Wir haben vieles erlebt, vieles gesehen. Sadie ist weg. Gott sei Dank. Kemato kann mit viel... Mein Gott. Lydia, guck wenigstens in die Kamera. Was soll das denn? Du... Wir haben einen armen Ehrenmann geholfen.
dass er seine Mutter beerdigen kann, wo auch immer er sie hinbringt. Lydia, bitte konzentrier dich hier. Das ist gerade wichtig. Ist egal, Leute, ihr habt es doch eh gesehen. Warum wiederhole ich es immer wieder? Was uns das nächste Mal passiert, das wird uns auf dem Weg nach Norden noch in die Hände, in die Füße, in was auch immer laufen. Hoffen wir, dass es nichts Bösartiges sein wird. Insofern, Ladies and Gentlemen, Dankeschön fürs Zuschauen, genau. Dankeschön fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Euer Pornopanelus verabschiedet sich mit folgenden Worten. Bye, tschüss!